So, was wollte ich gerade sagen? 80 GB sind noch frei. Das ist nicht so viel. Ja gut, der Leader. So, mal fragen, ob er Drop Skills machen kann. Ich meine, er hat sogar PSF, von daher müsste er nur alle 4 Minuten mal draufklicken. Das wäre wirklich schlecht, das würde mir sehr helfen. Weil die Ice Cream Cakes haben sich zwar jetzt wieder angesammelt, dafür sind die Star Candies fast leer. Ich nutze jetzt mal wieder ein bisschen die Ice Cream Cakes, weil so viel brauche ich ja gar nicht mehr. So viel Schaden machen die Viecher nicht mehr, da wir inzwischen schon einige Level gestiegen sind. Das sollte eigentlich so an sich kein großartiges Problem mehr sein, aber trotzdem wäre es halt nicht schlecht. Auch wegen Penya Doppeldrops und auch die Crystals wieder. Tue ich einfach stiff eine Freude, wenn ich bei der Dinger spende. Weil ich glaube, gegen Level 40 ist vielleicht sogar das Maximale. Ne? Ah, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube doch, 40 ist glaube ich sogar das Maximale. Ist eigentlich sinnlos hier weiterzumachen. Ich sehe gerade, der Origin-Server hat mal wieder einen Fehler beim Download. Also Battlefield 13 Download ist echt der Horror. Das bricht alle 2 Minuten ab, weil da kommt keine Verbindung zum Download-Server und bla und bla. Oh, Drop Skills haben wir, danke. Und bla und bla. Also Origin hatte echt richtige Macken, also nicht Steam, aber 10-mal geiler. Allein schon deswegen mache ich hier ein Battlefield am PC, weil einfach die Server von Origin, ey, oh, da kannst du einfach kotzen, ganz ehrlich. Also die Download, allein der Download gestaltet sich so kompliziert bei denen, das ist unglaublich. Also bei Steam hatte ich noch nie irgendein Problem. Wolfenstein, 40 GB habe ich in 3 Stunden runtergeladen. Ne, in 4,5 Stunden, Entschuldigung. 40 GB in 3 Stunden, das wäre ein Traum. In 4,5 bis 5 Stunden waren es, glaube ich. Ziemlich genau 5 Stunden müsste es eigentlich fast genau gewesen sein, weil zwischendurch habe ich, glaube ich, pausiert. Egal, auf jeden Fall in 5 Stunden und Battlefield lade ich seit gestern Nachmittag runter. Also immer wieder sporadisch halt. Über Nacht habe ich es nicht gemacht, also habe ich den PC natürlich wieder auch ausgemacht. Achso, der geht im Game mit BP was wohl. Ich dachte in echt. Aber das sollte in echt mit BP. Okay, der war jetzt ein bisschen Brain AFK. Er geht in echt mit BP was holen. Natürlich, er steht es auf, nimmt sein PC BP aus dem Bildschirm und holt damit was. Fährt zur Tanke und holt sich eine Packung Zigaretten. Mein Kopfkino manchmal ist echt zum Feiern. Nein. Gut. So, wo war ich jetzt gerade? Oh, boah. Also in die Augen zu tun. Ich bin um 11 aufgestanden, beziehungsweise gestern. Ja, Arbeit ging ja gut, den ganzen Tag gelernt, Schwachsinn. Ich habe 2,5 Stunden Englisch gelernt, Abschlussprüfungen durchgerechnet, ein Listening gemacht, ein bisschen Radio Galaxy gehört, als ich es verbessert habe und kam tatsächlich, also wir haben als Übung in der Schule ein Guided Writing geschrieben, das hat der Lehrer gegeben, jetzt korrigiert, da ich 26 von 30 Punkten. Im mündlichen Part hatte ich 29 von 30, den hatten wir schon vor ein paar Wochen, also der ist schon fertig, auch schon für die Abschlussprüfung, also schon der richtige Part. Dann beim Listening haben wir auch in der Schule gemacht, auch wirklich nicht abgeguckt und so, sondern wirklich wie als wäre es Abschlussprüfung, also auch ohne Spicken und so weiter. Da hatte ich 25 von 30, genau. Und hatte dann insgesamt eine Gesamtpunktzahl, also noch von den Use of English, also noch von dem Hauptteil, von den Reading und so, hatte ich insgesamt 130 von 150 Punkten. Und das wäre ein Bomben-Zweier, das wäre sogar fast eine 1. Ich bin auch mit 2 vorzensiert für Englisch, also in Englisch bin ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich verstehe null Grammatik, wenn ich ehrlich bin. Also ich kenne nur die einfachsten Formen, die wirklich komplizierten Sachen kenne ich mich null aus in Englisch, grammatikalisch und so. Aber ansonsten, also, ja, Vokabeln und so sind kinderleicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mit Listening, ganz ehrlich, die sagen dir genau, was du hinschreiben sollst. Das ist einfach. Ich meine, natürlich, wegen Rechtschreibfehlern und sowas, und wenn man vielleicht nicht alles hingeschrieben hat, sondern einen Teil, da verliert man halt ein paar Punkte. Das sind tatsächlich halt 5 Punkte, die mir dann zum Beispiel gefehlt haben. Das war halt nur noch eine Übung, muss ich sagen. Das heißt, in der echten Weise, wenn ich wirklich auch so gut wäre, und natürlich kann auch immer die Aufgabenstellung ein bisschen blöd sein. Das weiß man natürlich nie. Aber in der Regel ist es nicht so schwer, sag ich jetzt mal. Also nicht so schwer wie jetzt zum Beispiel Deutsch.
wo du wirklich für den Thema Fehler und 6 und dann die 10. wiederholen musst, weil du es einfach nicht auf die Reihe geschissen gekriegst, die richtige Textsorte zu bestimmen. Aber naja, ich erzähle schon wieder viel zu viel, würde ich sagen. Aber wobei, wenn ich den Part hier hochlade, sind die Abschlussprüfungen die ersten beiden schon eine Woche zurück fast. Von daher kann ich ja ruhig labern, was ich will. Jo. Vielleicht geht, bis ich das hier hochgeladen habe, auch schon die Welt unter. Wer weiß? Ich meine, das ist ja alles erst in der Zukunft. Weiß ja keiner, ne? Das weiß kein Mensch. Ja, gut, denke ich schon. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht passieren wird. Egal, was haben wir da gedroppt? Okas Boots braucht man nicht. Wäre vielleicht sogar wertvoll, aber braucht man nicht. Nur zu cool für, um die aufzuheben. So, Level 80 scheint echt noch drin zu sein. Das wäre echt normal nice. Also Level 80 ist wirklich richtig geil. So richtig geil. Sehr, sehr geil. Ich müsste mal Bram fragen, beziehungsweise müsste mal... gut, was heißt Bram fragen? Müsste halt mal jemanden fragen oder einfach selbst auch machen. Wir haben dieses sehr, sehr geil. Einfach mal so ein paar rausschneiden. Und dann auch so einen Knopf basteln, die Zuschauer so nice und einfach mal sehr, sehr geil. So wie er das ausspricht, das kann ich gar nicht. Allein schon diese Ton, das kriege ich gar nicht auf die Reihe. Sehr, sehr geil. Kriege ich nicht auf die Reihe. Ach ja, Bram in die alten Ratschnitten. Der macht es schon gut, ne? Er macht seinen Job schon nicht schlecht. Allerdings verdient er dafür auch eine ganze Stange Kohle. Muss man einfach mal so sagen. Ich weiß, alle sagen immer, YouTube-Money ist ja gar nicht so viel und so. Aber tatsächlich habe ich das mal ausgerechnet, was die verdienen. Und selbst wenn man es noch durch 6 teilt, ist es ein beachtlicher Betrag, von dem man mindestens jedes Spiel, was die sich kaufen, bezahlen kann und dabei noch ein bisschen was dazu bekommt. Also auf jeden Fall ihr ganzes Equipment und die Spiele und so, da zahlen sie wenig drauf, kann man wirklich so sagen. Da zahlt jeder wenig drauf. Ich zahle noch alles, weil ich 0 Cent bekomme, aber ich meine, von den größeren Leuten kriegen wir wirklich zumindest die Ausgaben, die sie machen, mindestens wieder rein und haben dabei auch dann wirklich teilweise noch einen ziemlich fetten Gewinn. Also ist es nicht so, dass die arme kleine Babys sind, die nichts bekommen, sondern die verdienen ja schon eine ganze Stange Geld. Also es ist nicht so, dass es da irgendwie so arm bei denen zugeht, sondern die verdienen schon. Die verdienen schon ordentlich. Ja. Bräuchte einen Reaver. Weil meine Amplis halt nur 6 Minuten. 6 Minuten! 25% brauche ich noch. 6 Minuten nur noch eine Amplis. Wohl gerade irgendwie Caldera oder so oder Aminoscripta oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung, was die machen. Jedenfalls machen die irgendeine fette Farmparty und die wäre anscheinend beinahe abgeholt. Oder ist sie vielleicht sogar abgeholt? Keine Ahnung. Ja, die drei, der Blade X Hero, der Dinners Test und die Kupori, mit der ich auch schon ziemlich viel gechattet habe heute. Leider fällt jetzt auch noch gleich Quickstep ins Wasser, das ist auch nicht so geil. Aber Madrigal Skill ist wieder ready. Inzwischen schon 75.000. Ja, geht richtig ab, also bei mir läuft heute. Das auf jeden Fall. Und wir haben echt richtig viel geschafft, muss man so sagen. Es hat sich richtig gelohnt, sich heute anzumelden. Ich habe erst noch gesagt, ja, vielleicht mache ich es heute gar nicht und vielleicht level ich heute gar nicht und so, aber ha, hätte ich es nicht gemacht, wie viel ich verpasst hätte. Also wirklich von Stefan und vom Scorpio, beziehungsweise vom, wie heißt er, gleich wieder, Kaikon, richtig geil. Ja, es gibt einfach noch, also im Fleisch muss ich wirklich sagen, nicht alle, also es gibt auch viele Arschlöcher, wie in jedem Spiel. In Five gibt es wirklich so viele nette, coole Leute, auch Gornova oder so, die schenken einem tatsächlich einfach mal was. Ja, also die wirklich reichen, also gibt es so Leute auch, wie zum Beispiel Amidos, muss ich leider sagen. Er ist wirklich ein sehr seriöser, ein sehr, sehr fairer Kerl. Aber... Endboss, da unten 48.000 Damage läuft bei denen. Bis ich so viel Schaden mache, vergeht noch eine Weile, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte es nicht vergessen, wo ich war. Ist das schlimm, aber nur kurz vom Chat abgelenkt habe, keine Ahnung, gesagt. Ist das dramatisch hier? So, es geht gerade richtig ab. Die Musik im Hintergrund macht mich gerade voll nervös. Die machen gerade für Kiri, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich sollte ich keine Zeit verschwenden, Drops aufzuheben. Weil ich habe nur noch 4,5 Minuten und muss noch
15% leveln. Das ist wirklich eine ganze Menge. Kann ich einfach mal sagen. Willst du, dass ich genau jetzt ausloggen muss? Oh, da ist er wieder. Oh. Jetzt geht die Erfahrung wieder ein bisschen steil nach oben. Das bedeutet, ich habe keinen Quickstep mehr. Das ist richtig ärgerlich. Weil ich dadurch jetzt halt nicht mehr so schnell zu den Mix komme. Aber Level 80 müsste noch. Oh, das wird so knapp. Das wird so richtig knapp. Ah. Schon. Ah. Los. Oh, wo ist er denn jetzt? Oh, jetzt hat sein WP ernsthaft Astria verlassen. Nein! Damn it! Aber sein Lied steht immer noch hier. Sitzen Sie sein anderer Char. Okay. Okay. So. 10% noch. In 3,5 Minuten. Go, 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 go. Das mit Quickstep ist echt ein bisschen blöd. Der Quickstep wäre richtig nice, ne? Ja, der hat ein Nightcan-Skill, mit dem er schneller läuft. Ich könnte theoretisch. Das machen wir so. Oh, ich bin hier rein mit Geschwindigkeit plus 13. Den Beat. Okay, da läuft schon mal ein ganzes Stückchen schneller. Ich denke, plus 3, das macht jetzt kaum einen Unterschied. Ich bin drin, aber oder nicht. Das ist eigentlich recht egal. Und da sollte es wieder minimal schneller gehen. Wenn jetzt nochmal so viele Mobs wie vorhin da wären, dann wäre es wirklich easy. Ah, 2 Minuten. Komm schon, go, go, go. Ich weiß echt gern, was die da drin machen. So, einfach nur mal kurz fragen, was sie da machen. Also mich würde interessieren, welchen Dungeon die machen. Ich glaube Aminoscript da. Da bin ich ganz sicher. Kann natürlich auch was anderes sein. Aminoscript da. Ja, ich wusste es. Ich bin einfach zu gut. Hab mir vorher erst einen Enzian-Stick gegönnt. Joa, günstig, immer günstiger, sonst nichts schon. Das Blöde ist, jetzt kann ich keinen Damage-Test machen mit mit Buffs. Das ist jetzt echt blöd mit dem Level 80. Egal, wir haben Level 80 erreicht. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Also muss ich echt mal sagen, danke an Mivako aka Stefan. Ein großes Dankeschön nochmal an dich. Ich habe mich jetzt in jedem Part bei ihm bedankt. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Und natürlich auch großes Dankeschön an Kakon und beziehungsweise auch an Scorpion. Das ist eine und dieselbe Person. So, ist mir scheißegal. So, jetzt schauen wir mal den Damage an. Zu vorher und nachher. So. Ich würde jetzt einfach nur noch mal gern. Kurz den Damage-Test mit Dings machen. Ich würde mich ruhig kicken, ist mir recht egal. Ich will einfach nur noch mal kurz den Damage-Test machen mit Buffs. Okay. So, jetzt auch nochmal bei ihm bedankt. So, jetzt würde ich einfach mal gerne meinen Schaden sehen. Okay, 9.900, 10.000. Ja, so grob im Bereich 10.000. Und jetzt 13, 14k Crits. 15.000er Crits. Oh mein Gott, geht der Damage ab. Nice. Hammer krass. Boah. Jetzt eskaliert es ja nur noch. Gut, ich meine, das sind jetzt noch die Upcuts in der Christmas, der Upcut in der Christmas Cake drin. Aber ganz ehrlich, 17k, das ist ja ein Traum. Das mit Level 80. Nice. Das werden wir bei Mutant August testen, ob es da noch so eskaliert. Ich glaube, der ist schon eine ganze Stange niedriger. Ja gut, aber 8 bis 9k, das ist auch noch was. Also das ist auch nicht zu verachten. Das ist dann nicht mehr so viel, aber die Viecher sind 11 Level über, muss man auch mal sagen. Also, der Damage bei den August ist immer noch geil. Da will man ja gar nicht mehr zu anderen Mobs gehen, wenn man die killt. Das sind natürlich die Dings weg, die Medicines und auch die XP-Scrolls. Also, sprich, das lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr, hier alleine großartig was zu reißen. Klar, aber hier jetzt einfach noch ein bisschen die 4 Minuten, jetzt einfach noch ein paar Damage, ein bisschen Damage draufhauen.
Ach, da ist jetzt keine Elementkarte drauf. So, dann müssen wir das kurz machen. Jetzt auch noch kurz Element drauf klopfen. So. Lohnt sich zwar jetzt nicht auf Massamonster Erde, aber sonst geht Empower Beeper nicht und es ist richtig viel Damage, was Empower Beeper da macht. Sonst auch einfach mal sagen. So, ist eigentlich egal, ob es jetzt plus 3 ist oder plus 2, ist vollkommen Wayne Train. So. Okay, gut, ist sogar plus 3 gelungen. Perfekt. So. Und zack, so. Jetzt nochmal den Damage. Boah, ist das geil. 15k. Wir müssen dann noch schauen. 18.000, neuer Rekord. Das halte ich jetzt immer fest. 18.000, nice. Schon wieder 18.000. Ah, jetzt sitzt es auf 18.000 anscheinend. Das Höchstding. 18.600. Oh Mann, ist das geil. Also mit dem Level habe ich noch nie so einen Schaden gerotzt, muss ich jetzt ganz klar mal sagen. Eigentlich habe ich auf dem Level auch noch nicht so viel Kohle für den Char ausgegeben. Also in dem Char stecken jetzt über 20 Milliarden. Muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Ne? Also allein das CS ist über 10 Milliarden wert. Also habe ich mir sagen lassen. Dann das Set auch nochmal knapp 10 Milliarden. Die Ringe und also der Schmuck an sich auch nochmal gute 6, 7 Milliarden. Geschwert gut ist ein 20 Mille wert, aber das interessiert ja niemanden. So, als wäre das der Party gekickt. Aber wie gesagt, das ist mir ziemlich Wayne Train. Mein Schaden verringert sich ja dadurch nicht. Oh, perfekt. Kurz bevor die Buffs enden, enden die beiden. Dann kann ich noch genau schauen, wie viel Damage ich auch ohne die Buffs, ohne die beiden Teile mache. Und dann mache ich Schluss für heute. Dann war es das mit der fettesten Aufnahmesession von FLIFE, die ich bisher gemacht habe. Und wahrscheinlich auch in nächster Zeit machen werde. Aber wie gesagt, so ein 24-Stunden-Marathon in den Sommerferien ist nicht ausgeschlossen. Also könnte schon gehen. Da ziehen wir uns vielleicht Hero. Und die Frage, die ich den ganzen Tag nicht beantwortet habe, wo ich mir das fest vorgenommen hatte, was ich machen wollte, jetzt kommt die Antwort halt erst sehr, sehr spät. Sorry dafür, wer auch immer den Kommentar geschrieben hat. Werde ich auch mal eine andere Klasse Let's Play, eine andere Klasse spielen? Sehr gerne, aber ich habe ja gesagt, ich will mit dem Char mindestens Level 150 erreichen. Also ich will ihn auf Maximallevel ziehen, bevor ich eine neue Klasse anfange. Habe ich von Anfang an so festgelegt und bis wir das erreicht haben, halte ich mich da auch dran. Also müsst ihr euch da leider gedulden, sorry. Aber das habe ich mir vorgenommen und ich hätte jetzt auch gar keinen Bock, den zu finden. Also den will ich jetzt mindestens noch ein Jahr so weiterspielen. Ja. Außer mir spendiert jemand 5 Kus und wir machen dann tatsächlich 150 schon eher als in einem Jahr. Aber die nächsten 200 Parts könnt ihr euch eigentlich so grob drauf einstellen, dass wir da mit dem weiterleveln. Night. One more. Eventuell quitte ich ihn mal und mach auf wie heißt's? AOE. Mach vielleicht einen kurzen AOE-Test, wie es da so ist, oder quit vielleicht komplett und mach wirklich einen kompletten AOE-Night mit dem. Reskill und so, Restat. Aber so an sich eigentlich nicht. Also eher nicht. Ja. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich einen neuen Night machen. Genau, also. Nee. Den würde ich echt so behalten. Ich will jetzt mein Main. Den ziehe ich jetzt so richtig schön hoch, damit wir auch GBSR machen und so machen können. Natürlich, das wird jetzt noch einige Monate dauern, klar. Aber jetzt nur so, wie die Aussicht ist, wie das Ziel ist jetzt in den nächsten Monaten. Also wirklich jetzt ordentlich hochziehen. Master, Hero. Alles drum und dran und dann mein GWs mit Stiff und Daryl und so. Werde ich zwar jetzt nicht so viel Eis machen, ich equip ja trotzdem noch recht schlecht ist und sich bis dahin wahrscheinlich noch nicht großartig verbessern werde, weil ich auch nicht mehr reincashen werde, sehr wahrscheinlich. Also wahrscheinlich nicht mehr. Denke ich jetzt zumindest mal. Und ja. So. Dann haben wir jetzt gleich den Damage-Test, den ultimativen. Also ich habe trotzdem noch ziemlich viel gemacht alleine. Nochmal 10% ist schon mal ein guter Ansatz fürs nächste Mal. Auf jeden Fall noch 5-mal Deckskin, dann habe ich das auch fertig. Dann kommt nur noch SDR, kommt nur noch Damage Power. True Damage, würde ich mal sagen. So, 17 Sekunden, dann schauen wir mal. Momentan 7015 ATK. 7015, wenn man das merkt. 7015 ATK, ATK 7015. So. Und jetzt habe ich noch 5500, macht trotzdem noch 14k. Ja, läuft bei mir. 11k, 12k, das ist trotzdem noch gut. Natürlich 14k, ja, 14k, nein, ganz ehrlich, das ist immer noch gut. Das ist zwar 3 bis 4k weniger, aber 14k ist 14k, das ist ziemlich viel.
Also auf jeden Fall, mein Damage gefällt mir richtig gut. Ah, also das Equip macht einiges hier. Natürlich mit 28%, wie ich vorhin schon zigmal erläutert habe, wird es natürlich noch wesentlich mehr bringen. Und wenn die einen Ringe noch plus beide plus 16 wären, wäre es auch richtig nice. Aber so viel Geld hätte ich halt einfach nicht. Und naja, kann ich mir nicht leisten. Und da will ich jetzt auch einfach sagen, ja, nehme ich euch nochmal kurz in die Stadt mit, zeige euch das auch nochmal. Madrigal ist bei 12 vor 2 nachts. Wenn ich sonst nichts zu tun habe, so. Run wir mal kurz dahin. Quickstep habe ich ja noch. Hier noch mein Beat. Ah ja, jetzt laufe ich ja richtig schnell. Nein, der Puffball ist eingepackt. Nochmal. So, jetzt noch ein bisschen schneller. Yeah, 13%. Ja, hier sieht es so nachts aus. Also die ganzen Chiller hier, die nachts nichts zu tun haben. Die chillen hier eine Runde. Das ist Jordy und Big Sword, kann ich eigentlich beim NPC verkaufen, weil das mir eh keiner abnehmen wird, aber ich mach's nicht. Welcher reichlich dämlich. Und willst du noch einfach mal sagen, war's das? Recht herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Ich bedanke mich wirklich an alle, die mich hierbei bei dieser Aufnahmesession unterstützt haben. Mivako, Stefan, Kaikorn und ja, auch die Partyleader und so weiter, die uns eingeladen haben. Ja, war auf jeden Fall recht nice. Danke für alles, für diese Session. War wirklich, hat richtig Bock gemacht, seit langem mal wieder. Durch diese Personen, die uns jetzt die ganze Zeit begleitet haben und ja, auch die Trolls, die teilweise durchs Bild gerannt sind und geschrien haben, ich will Aufmerksamkeit. Sowas macht eine Session einfach einzigartig und cool und hat wirklich Bock gemacht. Seit langer Zeit mir richtig viel Spaß gehabt in Flive und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahmesession. Euer Spielestyler, haut's rein.